So, hier eine weitere Klausuraufgabe aus dem Bereich Energieerhaltungssatz. Hier soll eine Kugel aus einer gewissen Höhe runterrollen und dann am Ende der Bahn drückt sie dann gegen eine Feder und es soll berechnet werden, wie viele Zentimeter wird die Feder eingedrückt. Wir haben also hier verschiedene Energien im Spiel, wie man einfach sehen kann. Und zwar hat die Kugel, wenn sie oben auf der Bahn ist, potenzielle Energie oder Höhenenergie oder Lageenergie, wie man das auch immer nennen mag. Dann wandelt sich diese potenzielle Energie in Bewegungsenergie um, sobald die Kugel anfängt nach unten zu rollen. Das ist die kinetische Energie und am Ende der Bahn wandelt sich die kinetische Energie um in Spannenergie. So, wir haben ja auch verschiedene Arbeiten, die verrichtet werden. Sobald die Kugel also anfängt, sich zu bewegen, wird hier Beschleunigungsarbeit geleistet. Und diese Beschleunigungsarbeit ist dafür verantwortlich, dass die potenzielle Energie in die kinetische Energie umgewandelt wird. Und im zweiten Schritt, wenn die kinetische Energie in die Spannenergie umgewandelt wird, wird dazwischen Verformungsarbeit geleistet, denn die Feder wird ja eingedrückt, also verformt. Und so haben wir also hier drei verschiedene Energien und dazwischen haben wir zweimal Arbeit, die verrichtet wird. So, wie weit wird die Feder eingedrückt? Das ist eigentlich ganz einfach zu berechnen. Zunächst einmal müssen wir wissen, dass wir ganz am Anfang potenzielle Energie haben. Die berechnet sich aus der Masse mal Erdbeschleunigungsfaktor mal der Höhe. Schreiben wir mal auf, was wir dazu alles haben. Zur Masse haben wir 200 Gramm. Das ist also die Masse des Kugels. Und die Falle hier ist einfach die, dass man die Masse immer in Kilogramm angeben muss. Die ist hier in Gramm angegeben. Und da muss man dran denken, dass man das in Kilogramm haben muss. Dann haben wir die Erdbeschleunigungsfaktor, den Erdbeschleunigungsfaktor G. Der ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Man kann das auch runden auf 10. Das wäre, glaube ich, nicht schlimm. Und dann haben wir die Höhe und die Höhe ist hier angegeben. Auch hier haben wir die Angabe nicht in der richtigen Form, sondern 50 Zentimeter. Die Höhe muss aber bei der Berechnung dieser Formel in Metern angegeben werden. Und deswegen machen wir aus 50 Zentimeter mal ganz schnell 0,5 Meter. Und jetzt muss man nur noch die Zahlen einsetzen. Das sind 0,2 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat mal 0,5 Meter. Und wir kriegen da 1 raus, wenn wir die Zahlen in den Rechner eingeben. Welche Einheit haben wir? Das ist eigentlich relativ einfach. M mal G ist ja Kraft, Masse mal Beschleunigung, mal dann eine Strecke. Das heißt, die beiden Zahlenwerte ergeben dann die Kraft und die Kraft hat die Einheit Newton und dann haben wir hier Meter als Einheit für die Strecke. Newton mal Meter ergibt Newtonmeter. So, und dann wird diese potenzielle Energie in die kinetische Energie umgewandelt. Die ist aber hier jetzt nicht von Bedeutung, weil sie dann auch sofort in Spannarbeit oder Spannenergie umgewandelt wird. Also müssen wir jetzt noch die Spannenergie berechnen. Und dessen Formel ist 1/2 d mal s Quadrat. Wobei d die Federkonstante ist, das schreiben wir uns auch mal auf. Und die Federkonstante ist hier in Newton durch Zentimeter angegeben. Da wir aber hier die ganze Zeit mit Metern arbeiten, empfiehlt es sich auch, diesen Wert in Meter umzuwandeln. Wir haben also hier die Angabe, dass die Feder mit 2 Newton 1 Zentimeter verformt wird. Und wenn wir das um 1 Meter verformen wollen, dann müssen wir also das Hundertfache davon nehmen, weil Meter ist ja 100 mal so groß wie Zentimeter. Also wenn wir die Feder um 100 Zentimeter eindrücken wollen oder verformen wollen, dann müssen wir haben 200 Newton pro Meter. Und S ist dann die Strecke, beziehungsweise das ist dann die Länge, um die die Feder eingedrückt wird. Und das können wir jetzt hier einsetzen, was wir haben.
Wir haben ja gesagt, die potenzielle Energie wird vollständig in die Spannenergie umgewandelt. Wir vernachlässigen natürlich hierbei, dass wir Reibung haben, Luftwiderstand haben. Die sind aber so gering, dass man das jetzt vernachlässigen kann. Deswegen können wir also als Energie einen Newtonmeter einsetzen. Und dann haben wir hier ein halb mal d 200 Newton durch Meter. Und dann haben wir S Quadrat. Und es geht darum, dieses S zu berechnen. Also müssen wir alles nach S umstellen. Zunächst einmal machen wir erstmal mal 2. Dann haben wir 2 Newtonmeter gleich 200 Newton durch Meter mal S Quadrat. Dann bringen wir diese 200 Newtonmeter auf die andere Seite, indem wir durch 200 Newton Meter teilen. Und das Ergebnis ist dann 0,01 Meter Quadrat gleich S Quadrat. Und wenn wir hier jetzt die Wurzel rausziehen, dann folgt daraus, dass S ist gleich 0,1 Meter. Und das ist dann, oder das entspricht gleich einen, nein, 10 Zentimeter. Das ist dann also das Ergebnis. Die Feder wird um 10 cm eingedrückt.